Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Pipi in den Augen. Nur so kann man es beschreiben, denn hier, es ist gelungen endlich das erste Foto von einem schwarzen Loch. Darum soll es heute gehen. Viel Spaß. Das Event Horizon Telescope hat das erste Foto von einem schwarzen Loch fotografiert. Das Event Horizon Telescope ist ein Zusammenschluss aus 8 Teleskopverbünden, muss man sagen. Also es sind mehrere Radioantennen an einem Ort, die aber jetzt sich an 6 verschiedene Orte auf der Welt verteilen. Und zwar in Hawaii, in den USA, in Mexiko, in Chile, in Spanien und in der Antarktis. Wenn man die alle zusammenschließt, ist das so groß wie ein Teleskop, was im Prinzip die Größe der Erde hat. Damit sind gigantische Leistungen möglich, denn man kann sehr feine Strukturen auflösen. Wir hatten schon mal über die Technik gesprochen, VLBI, Very Long Baseline Interferometry. Man schließt also Radioteleskope zusammen und diese Technologie ist dann natürlich sehr kompliziert. Man muss Atomuhren positionieren an den jeweiligen Einrichtungen. Man muss außerdem den Abstand der Teleskope millimetergenau kennen. Also das ist natürlich der Preis, den man zahlen muss. Aber wenn man das schafft, kann man eben wirklich diese verschiedenen Teleskope synchronisieren, denn die gucken ja auf dieselbe Quelle und damit führt man das Signal von verschiedenen Orten auf einem Computer natürlich, der sehr leistungsfähig sein muss, zusammen. Das ist also VLBI und mit dieser Technologie hat man im Jahr 2017 im April an 4 Tagen beobachtet, wie gesagt mit mehreren Teleskopen gleichzeitig und man hat in die Richtung geschaut von M87. Messier 87 ist eine Riesengalaxie, eine ellipsenförmige Galaxie im Virgo-Haufen. Es ist auch die größte Galaxie, die sich da befindet. Und wie Sie es gehört, die größte Galaxie hat auch das größte schwarze Loch. Das schwarze Loch im Zentrum dieser Galaxie hat eine Masse von 6,5 Milliarden Sonnenmassen. Gigantisch groß. Und dieses schwarze Loch verschlingt Materie, ist dadurch auch sehr aktiv. Man kann auf diesem Foto sehen, was von dem Weltraumteleskop Hubble aufgenommen wurde, dass diese Aktivität deutlich auch zu sehen ist in Form eines Jets, ein Materiestrahl, der aus dem schwarzen Loch herausgeschossen wird. Und nun ist es also gelungen, direkt in die Maschine hineinzuschauen, nämlich das schwarze Loch selber zu fotografieren. Die Event Horizon Telescope Collaboration ist ein Zusammenschluss aus 200 Wissenschaftlern, die auf der ganzen Welt verteilt tätig sind, vor allem Radioastronomen, aber natürlich auch Theoretiker, die solche Simulationen machen können von schwarzen Löchern, wie die aussehen müssen. Also es ist viel natürlich an Wissen hineingeflossen in das Ganze und es hat lange gedauert, bis man letztendlich dieses Foto schießen konnte. Ich hatte ja schon im Jahr 2009 gemutmaßt, naja, in 5 Jahren wird man es geschafft haben, aber es hat dann doch viel länger gedauert und das Problem ist halt sehr komplex. Wie gesagt, man muss diese verschiedenen Einrichtungen synchronisieren und dann eben diese Daten auswerten und das hat eben doch ein paar Jahre gedauert. Die Mühe dieser ganzen Anstrengung ist natürlich jetzt dieses tolle Foto. Was wir sehen, ist hier ein leuchtender Ring und in dem leuchtenden Ring befindet sich ein dunkles Zentrum, ein dunkler Fleck. Und genau dieser kleine dunkle Fleck, das aufzulösen, das ist das Riesenproblem gewesen. Mit allen bisherigen Versuchen hat man eben diesen schwarzen Fleck nicht aufnehmen können. Es ist nämlich der Schatten, wie man sagt, der von dem schwarzen Loch geworfen wird. Wir wissen ja, schwarze Löcher verschlucken das Licht. Das bedeutet also, wenn man nah genug an dem schwarzen Loch dran ist oder das sehr gut auflösen kann mit dem Teleskop, sollte man die Schwärze von dem schwarzen Loch auch sehen. Es ist so, dass wenn wir uns so ein schwarzes Loch vorstellen, es ist ja in etwa kugelförmig dieses Gebiet. Es gibt den Ereignishorizont, der Event Horizon, der natürlich diese Grenze markiert, wo es kein Zurück mehr gibt. Und es ist aber tatsächlich so, dass eben schon etwas weiter außen die Schwärze vom schwarzen Loch beginnt. Und zwar liegt es daran, wenn man jetzt einfach Licht auf dieses dunkle Objekt draufschießt, dann ist schon bei einem größeren Abstand, dem sogenannten Photonenradius, der entscheidet dann darüber, ob das Licht in das schwarze Loch hineinfällt oder dran vorbeigeht und noch entkommen kann. Und dieser Radius ist etwas größer. Der liegt bei einem nicht rotierenden schwarzen Loch bei 5,2 Gravitationsradien, ein Gravitationsradius gm über c Quadrat ist der halbe Schwarzschildradius. Wir erinnern uns, der Schwarzschildradius ist der Ereignishorizont von einem nicht rotierenden schwarzen Loch. Dieser Radius kann kleiner werden, falls das schwarze Loch rotiert.
Der Photonradius entscheidet also darüber, ob das Licht in das schwarze Loch hineinfällt oder dran vorbeigeht. Und wie gesagt, der liegt ungefähr bei dem 5,2-fachen Gravitationsradius. Man könnte auch sagen, 2,6 Schwarzschildradien ist dieser Abstand. Und deshalb erscheint also dieser Fleck von dem schwarzen Loch viel größer als der Ereignishorizont. Das ist also von der Theorie her vorgegeben. Jetzt möchte man eben diesen winzigen Bereich aufnehmen. Und das ist genau das Problem. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, ein schwarzes Loch ist sehr weit entfernt, dann wird natürlich dieser Fleck auch am Himmel wahnsinnig klein. Wir hatten schon mal auch in dem Vortrag in Sonneberg Foto vom schwarzen Loch über das Thema scheinbare Größe gesprochen. Wir verlinken nochmal den Vortrag hier oben. Und in diesem Vortrag wurde die scheinbare Größe erklärt. Das ist nämlich die Größe von einem Objekt am Himmel. Zum Beispiel der Mond hat ungefähr eine Distanz von der Erde von 400.000 Kilometern, hat einige tausend Kilometer Durchmesser und diese Kugel erscheint uns am Himmel ein halbes Grad groß. Die Sonne erscheint uns genauso groß. Sie hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern, ist 150 Millionen Kilometer entfernt. Und interessanterweise sind die Verhältnisse gerade so, dass uns die Sonnenkugel am Himmel auch ein halbes Grad groß, genauso wie der Mond, erscheint. Wenn wir jetzt uns vorstellen, wir würden eine 2-Euro-Münze auf den Mond legen, dann kriegen wir genau die Größe, wie groß ein schwarzes Loch aussieht am Himmel, das sich zum Beispiel im Zentrum der Milchstraße befindet oder in der weit entfernten Galaxie Messier 87. Das sind nämlich nur wenige 10 Mikrobogensekunden Größe, ist also wahnsinnig klein. Und diese winzige Struktur aufzulösen, das war das große Problem bei dem Event Horizon Telescope. Von der Theorie her war bekannt, dass aktive schwarze Löcher, nämlich solche, die Materie verschlucken, die nämlich in aktiven Galaxienkernen sitzen, also im Inneren von Quasaren, von Blazaren oder auch von Seyfert-Galaxien, dass diese schwarze Löcher aktiv sind, weil sie Materie verschlucken und dabei vielleicht auch Jets produzieren, Materiestrahlen, das ist auch bei Messier 87 der Fall. Und genau diese Aktivität kann man eben beobachten. In dem Hubble-Bild von Messier 87 sieht man also diesen Jet, der rausgeschossen wird. Und man würde natürlich jetzt sehr gern in diese Maschine hineinschauen. Das ist gelungen mit dem Event Horizon Telescope. Und was sieht man eigentlich dann? Was erwartet man? Die Materie rotiert ja um das schwarze Loch, das heißt, sie hat Drehimpuls, würde der Physiker sagen. Es bildet sich deshalb eine Materiescheibe aus, eine Akkretionsscheibe, wo das Material in das schwarze Loch hineinströmt. Und diese Scheibe wird sehr heiß, einige Millionen Grad heiß. Und deshalb ist sie zum Beispiel auch im Röntgenbereich zu sehen. Aber es gibt eben auch im Bereich der Radiowellen natürlich Strahlung von zum Beispiel Elektronen, die dort beschleunigt werden. Und genau diese Strahlung kann man dann sehen. Es ist also leuchtendes Plasma, was wir von der Theorie her erwarten. Und wenn man jetzt wirklich in die Maschine reinschauen kann, würde man erwarten, es gibt dieses schwarze Loch, das Dunkle vom schwarzen Loch, umgeben von irgendwelchen Leuchterscheinungen. Solche Simulationen wurden schon vor Jahrzehnten gemacht. Der erste, der diese Akkretionsscheibe simuliert hat, war ein Franzose im Jahr 1979, Jean-Pierre Lumine. Ein wunderschönes Foto hat er gemacht. Ich habe 20 Jahre später im Prinzip dieselben Simulationen mit neuen Parametern durchgeführt. Man spricht da von Raytracing, also man versucht Strahlen in der gekrümmten Raumzeit von schwarzen Löchern zu verfolgen und versucht dann Bilder zu generieren, wie also letzten Endes dieses schwarze Loch diese ganze Strahlung ablenkt. Und ein Bild möchte ich zeigen, was sehr gut erstmal zeigt, was eigentlich mit der Strahlung passiert. Möchte ich auf dieses Bild verweisen, das ist im Prinzip meine Diplomarbeit. Wir sehen in den Farben Rot, Weiß und Blau den Dopplerfaktor und der ist ein Maß dafür, wie die Strahlung an Energie gewinnt oder Energie verliert, wenn sie aus der Nähe von dem schwarzen Loch kommt. Weiß bedeutet Dopplerfaktor 1, das ist also weder ein Gewinn noch ein Verlust von Energie für diese Strahlung. Rot bedeutet, es ist ein Energieverlust, das heißt die Strahlung wird energieärmer, sie wird auch dunkler. Blau bedeutet, die Strahlung wird energiereicher und sie wird auch heller. Das heißt, wir sehen aus dieser Verteilung, wie Strahlung in der Nähe vom schwarzen Loch beeinflusst wird. Und dort, wo wir im Zentrum die Schwärze sehen, da geht der Dopplerfaktor eben in die Knie. Da haben wir nämlich das schwarze Loch, was gewinnt. Der Dopplerfaktor wird dann im Prinzip null. Das bedeutet, es kommt kein Licht mehr aus diesem schwarzen Loch heraus. Das liegt an der Gravitationsrotverschiebung, die nämlich hier zuschlägt. Das verrät eigentlich dann die Schwärze vom schwarzen Loch.
Jetzt kann man das natürlich noch, diese Verteilung von dem, das ist ein verallgemeinerter Dopplerfaktor im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie, den man also hier definieren und ausrechnen kann. Und am nächsten Schritt würde man dann die Emission ausrechnen. Und genau das kann man jetzt eben auch in den Papieren von der Event Horizon Telescope Collaboration sehen, wie nämlich diese Strahlung in der Theorie aussieht. Man sieht auch, dass die da sehr komplexe Flussmodelle für diese Materie hineinstecken. Der Akkretionsfluss ist also turbulent, er wird abgelenkt durch Magnetfelder, es gibt Reibungseffekte. Das ist also wie so eine turbulente Wasserströmung mit Wellen, Wellenbergen und Strudel und so weiter. Deshalb wird diese ganze Geschichte komplizierter. Man hat tatsächlich jetzt auch bei dem Bild, wenn wir es hier uns nochmal anschauen wollen, was jetzt eben von der Event Horizon Telescope Collaboration veröffentlicht wurde, sieht man, wenn man genau hinschaut, zwei helle Flecken in diesem Ring. Dieser Ring kommt also von dem Plasma, leuchtendes Plasma. Und warum haben wir jetzt etwa zwei hellere Blobs, die wir da sehen? Das liegt daran, dass wir also offenbar eine turbulente Strömung haben, also verschiedene Bereiche, die jetzt hier hell leuchten und durch den Doppler-Blau-Verschiebungseffekt eben verstärkt werden. Genauso wie eben in dem Scheibenbild, was wir vorher gesehen haben, schlägt also die Doppler-Blau-Verschiebung zu an dem Teil der Scheibe, der sich auf den Beobachter zubewegt. Das bedeutet, bei M87 schauen wir offenbar auch auf eine Scheibe drauf, die einen leichten Neigungswinkel hat. Es gibt also Materie, die auf den Beobachter zurotiert und der andere Teil da wegrotiert. Deshalb haben wir dann diese Doppler-Blau- und Rot-Verschiebung, die den Ring an dem blau verschobenen Bereich heller macht, an dem rot verschobenen Bereich dunkler macht. Aus der Größe des Rings kann man jetzt natürlich schließen, es gibt ja in der Mitte diesen schwarzen Fleck, der Schatten wird das eben genannt. Das ist also nicht exakt der Ereignishorizont vom schwarzen Loch, sondern nur ja, dieser Photonradius, nämlich die Grenze, wo dann eben das Licht entweder in das schwarze Loch hineinfällt oder wieder rauskommt. Deshalb ist es eben nicht exakt der Ereignishorizont, sondern der muss etwas kleiner sein. Jetzt kann man sich das ausrechnen, wie groß das eben sein muss bei dem großen schwarzen Loch in M87. Wie gesagt, es hat eine Masse von 6,5 Milliarden Sonnenmassen. Wir wissen, dass der Schwarzschildradius von einem schwarzen Loch mit einer Sonnenmasse 3 Kilometer sind. 3 Kilometer mal 6,5 Milliarden gibt 19,5 Milliarden Kilometer. Das können wir durch 150 Millionen Kilometer teilen. Das ist die astronomische Einheit. Gibt ungefähr dann 130. Das heißt, wenn wir das schwarze Loch, dieses gigantische schwarze Loch von M87 in unser Sonnensystem setzen würden, hätte der Ereignishorizont bei im nicht rotierenden Fall eine Größe von 130 astronomischen Einheiten. Das ist also ungefähr dreifache Pluto-Bahn. Dort sitzt dann der Rand von dem schwarzen Loch. Also es ist wirklich gigantisch groß. Und dieser Fleck, den wir jetzt sehen, da steckt sozusagen dieser Ereignishorizont von M87 drin. Das Bild, was wir sehen, wurde aufgenommen bei einer Wellenlänge von 1,3 mm. Das ist also Radiobereich, Radiowellenlänge oder 250 GHz ungefähr. Die Auswertung war eine sehr knifflige Sache, denn man musste jetzt hier mit verschiedenen Imaging-Teams auf dieses Bild kommen, was wir hier sehen. Also erstmal, was sieht man überhaupt? Man spricht immer von Foto vom schwarzen Loch. Es ist natürlich eine Falschfarbendarstellung. Wir sehen hier eigentlich, man nennt es eine Temperatur, eine Helligkeitstemperatur. Es ist sowas wie der Fluss, Strahlungsfluss. Das bedeutet ja immer, es ist eine Energie pro Zeit und Fläche in der Astronomie. Das heißt, was man banal als Laie eben Helligkeit nennen würde, was eben so ein Foto ausmacht. Aber man muss natürlich sehr genau hinschauen, was hier dargestellt ist und auch wie man dieses Bild gewinnt. Denn die Bildauswertung ist ein sehr komplexer Vorgang gewesen. Es waren vier Teams, die in der Blindstudie, also unabhängig voneinander, die Daten analysiert haben und dann auf diese Struktur eben kamen. Die Analyse dieses Fotos ist sehr komplex. Die Bildrekonstruktion, wie man das macht, das sollte man dann vielleicht mal eher nachlesen in dem Papier. Auf das werden wir natürlich auch in der Videobeschreibung verweisen. Es gibt dann gleich sechs veröffentlichte Papiere von der Event Horizon Telescope Collaboration, die öffentlich auch verfügbar sind. Jeder kann dort reinschauen und dann kann man natürlich die Details nachlesen.
Der helle Ring, den wir hier sehen, also das leuchtende Plasma in unmittelbarer Umgebung vom schwarzen Loch, hat ungefähr einen Durchmesser von 40 Mikrobogensekunden. Wir erinnern uns, die Bogensekunde ist der 3600. Teil von einem Grad. Und Mikro bedeutet 10 hoch minus 6, also wieder der Vergleich. Es ist wie wenn wir ein 2-Euro-Stück auf den Mond legen, das ist in etwa dann und von der Erde aus beobachten. Das ist eben dann die scheinbare Größe von diesem schwarzen Fleck, der da beobachtet wurde. Was lernen wir eigentlich jetzt daraus? Warum ist das so ein tolles Foto für die Astronomen? Natürlich haben wir jetzt eine neue Methode auch, um die Eigenschaften von schwarzen Löchern direkt live zu sehen. Also es ist das erste Foto eigentlich von einem schwarzen Loch, muss man sagen. Denn wir können eben jetzt aus der Größe der Durchmesser von diesem schwarzen Fleck, können wir auf die Masse schließen. Wir können eine Obergrenze angeben für die Lochmasse, die eben hier bei M87 im Bereich von 6,5 Milliarden Sonnenmassen liegt. Die nächsten Ziele sind natürlich auch das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße anzuschauen, in 26.000 Lichtjahren Entfernung. Das schwarze Loch ist uns viel näher. M87 hat eine Entfernung von 55 Millionen Lichtjahren, ist also viel, viel weiter entfernt, Zentralgalaxie im Virgo-Haufen. Aber das schwarze Loch im Virgo-Haufen ist auch viel, viel schwerer, Faktor 1000 schwerer, als das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Also witzigerweise sind die beiden schwarzen Löcher am Himmel gleich groß. Im Zentrum der Milchstraße ist das Loch zwar masseärmer, kleiner sozusagen, aber uns auch viel näher. Und deshalb hat es am Himmel etwa dieselbe Größe, also auch hier wieder etwa eine 2-Euro-Münze auf dem Mond von der scheinbaren Größe her. Und das wird also das nächste Ziel sein, dieses Loch anzugucken. Man kann im Prinzip jetzt auch irgendwelche schwarzen Löcher in anderen Galaxien fotografieren und kann damit eben wieder eine obere Grenze für die Lochmasse angeben. Natürlich ist es auch faszinierend, dass die Theorie von Albert Einstein, die allgemeine Relativitätstheorie, schon wieder bestätigt wurde. Wir hatten erst über die Gravitationswellen gesprochen. Das war der Nobelpreis 2017. Zum ersten Mal wurden direkt die Gravitationswellen nachgewiesen von verschmelzenden schwarzen Löchern. Und durchaus ist auch dieses erste Foto von einem schwarzen Loch nobelpreisverdächtig. Wir können also gespannt sein, was da passiert im nächsten Jahr. Es werden also noch ein paar Tipps abgegeben, denn zum Anfang nächsten Jahres bis Ende Januar werden ja die Nobelpreisträger vorgeschlagen und ich würde mal tippen, 2020 dürfte das dann sein, dass wir dieses Foto vom schwarzen Loch dann auch prämiert sehen werden. Die große Frage ist natürlich, ist es wirklich ein schwarzes Loch, was wir hier sehen? Es gibt da ja so ein paar Alternativen, auch das eine sehr spannende, offene Frage, denn wir sehen ja hier, wenn wir es nochmal uns genau anschauen, eigentlich die Gravitationsrotverschiebung von einem sehr kompakten Objekt und es gibt eben Alternativen zum schwarzen Loch, Bosonensterne, Gravasterne, die also auch ähnlich kompakt sind, also auch viel Masse auf wenig Raum, die aber nicht exakt eben die Eigenschaften haben vom schwarzen Loch, nämlich keine zentrale Singularität haben und auch nicht einen Ereignishorizont haben. Das ist also dann spannend, ob wir in der Zukunft dann wirklich noch genauer testen können, dass es wirklich ein schwarzes Loch ist, wie von Einsteins Theorie vorhergesagt. Es gibt übrigens die Evidenz auch, dass es ein rotierendes schwarzes Loch sein muss. Das wäre vielleicht nochmal ein letzter Aspekt. Also ein Schwarzschildloch, ein nicht rotierendes schwarzes Loch, passt nicht zu diesen Beobachtungen von dem Event Horizon Telescope. Und zwar sieht man das daran, dass hier der Jet natürlich gestartet wird, der auch schon lange beobachtet wird im Radio, im optischen Bereich von M87. Und das ist eben nicht mit einem schwarzen Loch zu erklären, das nicht rotiert, also mit der Schwarzschildlösung. Es muss eine Rotation geben, um genau diese Eigenschaften von dem Jet zu reproduzieren. Also spannendes Thema. Es wird mit Sicherheit auch noch weitere Bilder dieser Art geben von anderen Quellen. Es wird mit Sicherheit auch noch genauer in das Zentrum von M87 reingeschaut werden. Vielleicht sieht man dann auch irgendwann den Bereich, wo der Jet selber startet, denn das wurde zum Beispiel nicht in dem Foto festgehalten. Wir bleiben auf jeden Fall mit Urknall-Welterleben dran und spannend.